mit dem Heirat vor 30 Jahren. Das war da, hat schon die Händel gegeben und ich bin mit dir aufgewachsen. Das ist, ich bin da reingewachsen. Ich bin mal gesagt, mit 16, da ist Landwirtin will ich nie werden, aber die Liebe hat mich zu ihm verschlagen und ich muss sagen, heute bin ich froh, dass ich den Schritt gewählt habe, weil ich bin gern Landwirtin. Das ist schön. Also wir sind jetzt 1,5 Jahre Hühnermäster. Ich habe meinen Betrieb von meinen Eltern übernommen. Wir haben fast Milch gehabt, haben sie auch nach wie vor. Und ich und meine Mama wollten einfach nur ein zweites Standbein. Das Händelmästen ist mehr oder weniger in familiären Händen, aber das Managen muss einfach mit in der Familie, im bäuerlichen Wesen heute mit drinnen sein, wenn man wirtschaftlich und erfolgreich arbeiten will. 13.000 sind wir eigentlich die kleinsten. Da geht es einmal los. Das war vor 30 Jahren, war das groß. Mein Vater, mein Großvater hat von dem Leben gekommen. Bei mir geht es sich nicht mehr aus. Das heißt, ich gehe arbeiten und meine Frau macht das hauptberuflich. Der Vollerwerb geht eben, wie gesagt, bei 40.000 los. Das ist eine Stalleinheit, so wird das heute gemacht, eine Halle. Die Hühnerbranche ist noch die Branche, wo man sagt, da kann man noch was verdienen. Es hilft nichts, wenn ich irgendwas angehe, wo ich nichts mehr verdienen kann. Und dann muss man die Landwirtschaft sein lassen. Die gesamte Wertschöpfungskette, die in unserem Fall beim Elterntier beginnt, über die Brüterei bis hin zu den Bauern, wird von uns de facto gesteuert. Dazu gehören tut dann auch noch das Futtermittel und die Tiergesundheit. Alle Bereiche sind wirtschaftlich selbstständig. Das heißt, die Bauern sind eigenverantwortlich, auch die Futterwerke und die Elterntierbetriebe. Das ist auch das, was der Schlachthof halt dann an Bedarf hat, was der will. Die Rasse wird dann verwendet. Die Bauern sind unsere langjährigen Partner mit fixer Bindung zu uns. Die bekommen von uns vorgegeben die Rasse der Hühner, die Zusammensetzung der Futtermischung und auch das Gesundheitsprogramm. Unsere Partnerbetriebe müssen an erster Stelle verlässliche Partner sein. Es gibt bei uns ganz strenge Regeln in gewisser Hinsicht und die müssen einfach akzeptiert werden. Es ist sehr, sehr schwierig, da eine Genehmigung umzusetzen. Speziell, wenn man nachher noch Probleme hat mit Abstand zu einer Siedlung und so weiter, das ist irrsinnig schwer. Es könnte, man sagen wir immer, könnte eine Geruchsbelastung sein, könnte ein bisschen eine Lärmbelastung sein. Es ist unterm Strich wirklich nicht so schlimm. Im Geruchsbereich wird heute eh alles getan und über Giebel abgeführt, dass man wirklich nicht irgendwen damit zur Last fällt. Und das muss man sowieso ganz genau einhalten, sonst hat man keine Chance. Wir haben immer mehr Probleme in den landwirtschaftlichen Bauverfahren, dass eben jeder kennt es aus den Medien, der Bauer stinkt ja, und keiner will in den Bauern wohnen. Auf der anderen Seite wollen wir alle die Produkte vom Bauern, aber keiner will den Bauern als Nachbarn haben. Ich sage so, es stinkt da jedes Viech, sogar das Leid. Also braucht man nicht abstreiten. Sicher, Emissionen sind da, Feinstaub ist da. Ja, ich habe seit den 5 Jahren, was ich die Halle jetzt betreibe, nur 2-mal vor der Haustür eigentlich die Hühner gerochen. Der Österreicher isst so im Schnitt 10 Hühner pro Jahr, das heißt 80 Millionen Hühner, wären die im Bio produzierbar? Warum nicht? Und vor allem konnte er ja nur 5 Händel essen pro Jahr, aber dafür hochwertigeres. Seit ich übernommen habe, über 20 Jahre schon Bio und für mich war das eigentlich nie Thema. Also eigentlich gibt es bei mir gar nichts anderes. Ja, also beim Bio ist immer Auslauf vorgeschrieben. Und das Futter ist bei der biologischen Haltung in Österreich, also zu 100% österreichische Qualität und kontrollierte Bioware. Dadurch, dass wir im Bezirk am Städten sind und wir eigentlich der hühnerreichste Bezirk sind von ganz Österreich, ist es so, dass mit der Bio-Hühnerhaltung bei uns nicht so wirklich geht. Also ich habe 2 Nachbarn
in einem Umkreis von einem halben Kilometer auch mit konventionellen Masthühnern. Und wenn noch die Biohändler bei mir jetzt zum Beispiel rauskommen, wird es mir sicher vor den Nachbarn einen Staub herfangen, wenn der Wind passt und wenn die krank sind, dann ja. Grundsätzlich bin ich offen für Biohaltung, aber ja, da müssen dann eigentlich die anderen nach und aufhören, dass ich auf Bio umstehen darf. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass Hühnerbetriebe im Biobereich mit den 2x4800 Händel Existenz erhalten können, einen Betrieb erhalten können und nicht gezwungen sind, dass das expandieren. Wir wollen jetzt keine Konkurrenz zu den konventionellen Betrieben sein, sondern auch für diesen Konsumenten, der bereit ist, dieses Produkt auch mehr zu bezahlen. Und ich habe als kleiner Bauer auch schon mal mitgeholfen und das hat mich auch schon ganz fasziniert. Mit den Küken mit und im Stall drin, unter Strahl und schauen, wie es wächst, also in der kurzen Zeit. Und du möchtest auch Geflügelbauer werden? Ja, ich möchte auf jeden Fall den elterlichen Betrieb übernehmen daheim, weil ich finde, dass so ein Betrieb, wie es wir daheim haben, Zukunft hat. In der Geflügelwirtschaft muss sich also ständig weiterentwickeln, vor allem also Richtung tiergerechte Haltung, Richtung Tierschutz. Ja, meine Erwartung für die Zukunft von Geflügelhaltung ist, dass es nicht in Richtung Massentierhaltung geht, sondern eher mehr die Betriebe klar strukturiert werden. Was kommt eigentlich von außen rein? Was fordert der Konsument? Was wünscht sich der Konsument? Und im Endeffekt produziert jeder Landwirt für den Konsument. Und wenn wir das nicht produzieren, sage ich mal, was der Konsument will, dann wird man irgendwann nicht mehr produzieren. Saum, gut nicht weiter. Und somit ist das im Auslaufen, dieser Stall. Beide Söhne hätten Interesse. Und wir waren froh, wenn sie weitermachen. Ich meine, wir sind nicht so klar und das passt, glaube ich. Ich habe 3 Kinder, 2 Töchter, einen Sohn. Und der Sohn ist in der Schule und interessiert sich sehr stark für die Landwirtschaft. Hat er dann gesagt, Papa, den Betrieb möchte ich weiterführen.